Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcane Vale. Letztes Mal haben wir so diese Banditenfarm angegriffen und jetzt bin ich auf Schmetterlingsjagd. Erfolglose Schmetterlingsjagd. Ich habe jetzt hier das Schmetterlings letztes Mal da unten in die Liste gepackt. Ich hatte das letztes Mal komplett aus dem Blickwege verloren. Und ich habe mal hier die Kisten hier aufgestellt. Also ich habe ein paar Kisten mehr geschmiedet. Und auch mal hier ein bisschen Sortierung reingebracht. Also da sind jetzt so Craftable-Items zum Beispiel drin. Das wollte ich nicht aufsammeln. Das stelle ich gleich wieder auf. Hier sind zum Beispiel Werkzeuge drin. Hier ist Loot, Erze, dann noch hier Kampf-Items. Also ja, ich habe ein bisschen Sortierung reingebracht. So, wir wollten heute eigentlich die Banditenfarm auf jeden Fall plündern gehen. Ich brauche mal eben kurz was zu essen. Das habe ich auch einsortiert. So, unser Charakter hat nämlich Hunger. Nebenbei, ich konnte jetzt mal hier die Wassereimer ausprobieren und sie heilen nicht meinen Durst hoch. Ich kann nur Wasser sammeln damit. Aber ich kann nicht das Wasser daraus trinken. Ich habe was gefangen. Ich habe einen gelben Schmetterling. Endlich. Hätte ja lange genug gedauert. Bevor wir aber zu der Banditenfarm gehen, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben und ich bin mittlerweile auch dafür. Wir sollten vielleicht doch erstmal die Katakomben machen, damit wir eventuell eine bessere Waffe haben. Also wir gehen jetzt zuerst hier oben hin. Wir gehen nicht unter die Grabräuber. Oh, wartet, ich versuche dich zu fangen. Komm her. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab den blauen Schmetterling. Ich glaube, ich muss von jeder Farbe einmal einfangen. So, ich bin bereit. Ich gehe, glaube ich, auf das Schwert lieber. Damit kann man viel besser treffen, habe ich das Gefühl. Auch wenn es weniger Damage macht. 15 Knochen wollte der eine haben. Ich habe gerade eben auch gemerkt, das Schmetterlingsnetz konnte ich irgendwie aufladen. Was haben wir denn da an der einen Stelle? Oh, Geld! Oh, ein Gesundheitstrank! Ein Spinnlein! Da schießt was auf mich. Hilfe. Erstmal mache ich Ratti tot. Aua. Lass mich. Oh, ich nutze jetzt diesen Heiltrank, den ich gerade eben bekommen hatte. So, wo ist dieser Magier? Da. Nein, danke. Bleib mal weg von mir. Und tot. Erstmal wieder den Weg laufen. So, mein Skelly Bro. Ich bin wieder hier. Hau ja nie ab. Was? Die kommen nochmal als Geist wieder? Was soll das denn? So, ich hoffe, jetzt hat er keine Unterstützung mehr, dieser Magier.
Der betäubt mich immer, bevor er angreift. Der ist gemein. Ein Schlag überlebte der. Wisst ihr, was mich so richtig nervt, dass ich jedes Mal den Weg nochmal komplett neu laufen darf? Das ist auf Dauer nervig. Vor allen Dingen, ich darf mir immer wieder den gleichen Text anhören, sobald ich einmal gestorben bin. Wie viele Knochen habe ich denn mittlerweile? 5. Plus ein 2, die ich in der Kiste habe. Ich halte einfach Abstand zu dir. Dann kannst du mir gar nichts. Oh, wie cute der Geist eigentlich aussieht. 8 Knochen habe ich jetzt mittlerweile. Aua, da war eine Falle. Andor der Gründer. Ich glaube, so 3, 4 habe ich auch in der Kiste. Also so ein Knochengerippe müsste ich eventuell noch über den Haufen fegen. Vielleicht kriege ich auch Knochen, wenn ich das Ding kaputt mache. Nope. Okay, bei 10 Knochen müsste ich jetzt sein. Mann, ich denke, weil da so Knochen drauf gespießt ist, dass da eventuell Knochen droppen. Und Jumbi! Stehst doch wahrscheinlich wieder auf, oder? Ich sollte echt im Verlauf des Spiels mich mehr auf Fernkampf fokussieren. Hallo, kriege ich was? Sag mal, was habt ihr denn für eine komische Hitbox? Oh, Leute, gerade war Nacht. Ich habe einfach mal die Nacht geskippt und guckt mal, Leute. Oh, ich kann hier Tomaten ernten. Oh, wie lecker. Es wird sich keiner beschweren kommen, dass ich hier alles wegernte. Das ist jetzt mein Gemüse. Ich klaue einfach die ganze Ernte. Ja, das halt nur so beim Vorbeigehen gesehen, weil ich die Nacht skippen wollte. Jetzt habe ich haufenweise Karotten und so weiter. Oh, wie viel Zeug wir haben. Es ist einfach nur krass. Und es kommt sich keiner beschweren. Das lagere ich erstmal ein. So, Leute. Ich habe jetzt mein ganzes Zeug geholt. Ich bin mit Pfeil und Bogen ausgestattet. Aber erstmal muss ich mich um die Fledermäuse hier kümmern. So, wir sollten jetzt die 15 Knochen haben. Dann kann ich mir ja jetzt mein Knochenschwert gönnen. Oh. Mehr Leben bitte. Ich frage mich, ob da was droppt, wenn ich das Ding kaputt mache. Nein. Einfach drüber rollen. So. Du hast alle Knochen. Gib mir eine Sekunde. Er schnitzt und schleift die Knochen zu einer langen, gebogenen Klinge.
Das sollte genügen. Hier, nimm dieses Knochenschwert. Ich kann auch da andere Dinge herstellen. Bring mir alle Knochen, die du bekommst. Und ich werde sehen, was ich machen kann. Okay, jetzt habe ich ein Knochenschwert. Sieh an, wer wieder da ist. Suchst du noch weitere Produkte, die mit Knochen zu tun haben? Was auch immer das ist. Ich kann Knochenpfeile für 10 Münzen bekommen und einen Knochenschild. Ich glaube, der ist stärker als mein jetziger Schild. Wie funktioniert eigentlich das Verkaufen? Ziehe ich das einfach zu dir rüber? Ne, ich drücke drauf und dann sagt er mir nicht interessiert. Okay, so mache ich offenbar Geld. Ja, ich gönne mir mal deine Knochenpfeile, würde ich sagen. Da ich ein bisschen mehr was an guten Pfeilen habe. Diesen Knochenschild gönne ich mir auch noch, aber dafür brauche ich jetzt erstmal Geld, ne? Ich muss jetzt auch mal gucken. Das Knochenschwert. Ist es schwächer im Angriffstempo? Eine Crit-Chance von 2 und Angriffsschaden 8. Wie stark ist denn mein altes Schwert? Das hat nur Angriffstempo plus 1. Das sollte eigentlich stärker sein. Boah, das sieht auch geil aus. Okay, dafür ist es aber wesentlich langsamer. Dann probieren wir es doch mal an den Knochenfutzi hier vorne aus. Falls er wieder da ist. Nee, aber die Ratte ist wieder da. Oh, ist der Schaden gut. Böse. Nein, ich habe keinen Bock auf draufgehen. Einen verfluchten Schädel habe ich gerade bekommen. Ich hätte einen Plan. Der nicht ganz funktioniert. Ich versuch's mal so. Mal so ein bisschen zu mir locken. Komm doch um die Ecke. Ja, komm doch. Oh, ich habe ihn tot gekriegt. Ich gehe aber lieber weg hier. Wir haben ja, was wir wollten. Ich habe das Knochenschwert. Ich müsste mal in der Stadt gucken. Eventuell kann ich den einen oder anderen was gut verkaufen. Ich war außerdem, glaube ich, noch nie in dem Inn hier drin. Hat hier vielleicht auch eine Aufgabe? Ja, hier hat jemand eine Aufgabe für mich. Das ist auch eine Kiste zum Plündern. Oh, danke. Danke, dass ihr so viel Zeug für mich zusammensammelt. Das ist aber so nett von euch. Wie nett die Leute hier sind, einfach so viel Zeug für mich zusammenzusammeln. Und das dann völlig freiwillig an mich abzudrücken. Ich gucke gerade nur, ob hier auch eine andere Person ist, mit der ich reden kann, beziehungsweise muss. Nope. Hast du schon mal eine Katze irgendwo gesehen? Sie ist letzte Nacht weggelaufen und ich kann sie nirgends finden. Wenn du eine graue Katze siehst, sie reagiert auf den Namen Peaches. Ihr Name ist nicht einmal Peaches, aber trotzdem reagiert sie nur auf diesen. Frag mich nicht, wieso. Sie liebt auch rohe Forellen und frisst kaum etwas anderes. Edelisches kleines Ding. Ich werde die Augen aufhalten. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn du sie findest, bring sie bitte hier zurück. Das ist wahrscheinlich die Katze da oben. Aber die kann ich momentan gar nicht abgeben, weil die will ja Forellen haben und ich kann noch nicht angeln. So, warum sollte ich bei dem da unten bezahlen, ne? Warum sollte ich bezahlen, wenn ich auch so hier pennen kann? So, mal gucken. K-
Kaufst du zum Beispiel... Nee. Ich würde interessieren, bei wem ich das verkaufen kann. Gemüse soll ich doch 100 pro bei dir verkaufen können und bei dir Fleisch. Ah, guck mal, da steht dann auch so ein Symbol dran. Das sehe ich jetzt erst. Da steht ein Symbol dran, wenn die das kaufen. Na gut, er will aber nur eine Münze dafür abdrücken. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, die Pilze sind nichts wert. Mal gucken, was kaufst du alles so an? Ich würde gern wissen, wer diesen verfluchten Schädel kauft. Warte, bevor ich zu dir nochmal hinkomme, hole ich mir die ganzen Tomaten aus der Kiste und dann verkaufe ich dir die. Oh, hier ist ein roter Schmetterling. Vielleicht kriege ich ihn. Auch mal macht das Schaden, wenn ich die treffe. Ja, ich habe den roten Schmetterling. Und habe nur einmal den Stadtbewohner verprügelt. Perfekt. So, ich habe jetzt jedenfalls das Zeug im Inventar. Ich habe nur gesehen, dass der Schmetterling am hier vorbeiflog. So, du solltest doch das ganze Gemüse kaufen, oder nicht? 4 pro Ding. Oh, das lohnt sich ja mega, dass ich das geplündert habe. Muss ich mal gucken, ob hier noch ein Feld ist, was ich plündern kann. Ich brauche eine Spitzhacke. Wo kann ich eine finden? Der braucht ja die Kohle. Ich könnte hier mal gucken, wie viel Kohle wollte der denn haben? Den Wert beweisen, ärgern den Minen. Anfeuernde Schmieden. 15 Kohle braucht er. Wie viele Kohle habe ich außer der 5? Ich habe hier ein bisschen hier eingelagert. Ich hätte insgesamt 12. Also daraus wird noch nichts. Aber ein bisschen Geld sollte ich eigentlich noch machen können. Hier sind ja noch 2, 3 Farmen. Ey, Herr Bauer, eins deiner Pferde läuft frei rum. Du willst sogar mit mir reden. Ah, was soll ich nur tun? Was ist los? Diese verdammten Banditen haben meine andere Farm übernommen und all meine Kühe mitgenommen. Ohne eine einzige Kuh kann ich keine Milch produzieren. Wie soll ich ohne Milch jemals eine anständige Tasse Tee trinken können? Und niemand hier ist so dumm, es mit diesen Banditen aufzunehmen. Nicht einmal die Stadtwache. Ich bin es vielleicht. Es gibt Dutzende von ihnen, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob eine gute Tasse Tee den ganzen Aufwand wert ist. Ich meine, selbst wenn du dich mit ihnen befassen würdest, müsstest du immer noch eine der Kühe an die Leine nehmen und den ganzen Weg hierher zurücklaufen. Das ist fast schon sicherer Selbstmord, aber es könnte sich für dich lohnen. 300 Gold. Oh, und ich werde dir auch ein paar Farmertricks beibringen. Abgemacht. Wunderbar, ich kann den Tee schon schmecken. Vorausgesetzt, du überlebst das. Das Wichtigste zuerst, du brauchst eine Leine, um eine meiner Kühe zurückführen zu können. Okay, ich muss eine Leine kaufen. Sprich mit Penny im Farmerladen und sag ihr, dass ich dich geschickt habe. Ich bin sicher, sie hat noch ein paar davon übrig. Benutze die Leine, um mir eine meiner Kühe zurückzubringen. Und die Belohnung gehört ganz dir. Ja, das könnten wir auch noch machen. Kann ich die Bienen eigentlich fangen? Nö. Na gut, einmal eben kurz eine Kuh da hinten holen, müsste ja möglich sein. Ich hoffe nur, die Leute dort sind nicht wieder am Leben. So, beim Farmshop. Er hat also endlich einen Idioten gefunden, dem eine seine Kühe zurückbringen kann. Das ist im Grunde ein Selbstmordskommando, das ist dir bewusst, oder? Ich weiß jetzt schon, dass meine Belehrungen dich nicht umstimmen werden. Du bist verrückt, weil du es überhaupt in Betracht ziehst. Hier, nimm die Leine und viel Glück. Okay, das muss ich jetzt mir in meine Leiste, glaube ich, packen. Könnte ich dich totschießen? Ja, ich habe ihn totgeschossen. So, leben die Banditen wieder oder bleiben die tot?
Nee, die bleiben tot. Okay, Leine nehmen. Und ich nehme dich. Mitkommen. Wir bringen dich jetzt nach Hause. Wir haben eine Kuh, wir haben eine Kuh und sie bringt uns viel Milch. Ich weiß nicht, ob die Leine reißt, wenn ich zu weit weg bin, deswegen warte ich ab und zu mal kurz eine Minute. So, und von hier aus einfach straight nach oben. Guck mal, ich bring dir was. Oh je, du hast es tatsächlich geschafft. Wie hast du eigentlich... Ist es mir egal. Irgendwie. Wie, danke, dass du eine meiner Kühe mitgebracht hast. Ich kann schon die perfekte Tasse Tee schmecken. Du hast den Wort gehalten und ich werde meins halten. Hier, nimm deine Belohnung, sei nicht schüchtern. Ich habe immer ein paar Gelegenheitsarbeiten, die erledigt werden müssen, wenn du Zeit hast. So, ich habe die Leine wieder zurückbekommen. Und ich sollte 300 Gold bekommen haben, oder? Ja. Dann gönnen wir uns jetzt noch eben kurz den Skelettschild und dann machen wir für heute Schluss. Ah, schon wieder erstmal die Fledermausplage hier beseitigen. Oh, die gehen mittlerweile schnell tot. Aua. So. Der kostet 201 Münzen. Ja, wir haben den Skelettschild. Selbst du willst den verfluchten Schädel nicht haben? Ist das dein Ernst? Ich gönne mir dann noch deine Pfeile, so viele wie es geht. Das Knochenschwert brauche ich ja nur einmal. So, jetzt haben wir wenigstens einiges am Pfeilen auch. Oh, ich kann jetzt diesen Schild auch herstellen. So, vergleichen wir mal unseren Schild. Ist 3, 3 und 1,5. Ja, der ist deutlich besser. Packe ich mir direkt hier unten in die Leiste. Der ist richtig gut. Damit kann ich wenigstens mal auch ein paar Schläge überleben. Das Gute auch an der Leine ist, die verbraucht sich nicht. Also wenn ich mal eine Farm habe, dann kann ich mir Kühe einfach absammeln. Boah, der Skelettschild, der sieht auch cool aus. Sehen wir nicht cool aus, Leute. Vor allen Dingen... Hier so zwischen dem ganzen Kram hier. Wir haben die Gräber geplündert und haben jetzt aus den Toten eine Waffe und ein Schild gemacht. Ich würde sagen, wir haben damit für heute dann auch genug erreicht. Wir haben uns eine bessere Ausrüstung geholt. Wir haben den Farmer seine Kuh zurückgebracht. Wir haben auf jeden Fall was geleistet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!